Und willkommen zurück zu Let's Play Cry of Fear. Ja, wir haben endlich Tageslicht hier. Es klingt zumindest alles total freundlich. Und ich denke, wir können jetzt endlich hier dieses verdammte Misthaus verlassen. Ey. Mir schickt's hier auch. Ich muss zugeben, ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Oh. Finde einen Weg nach Hause. Okay, hier ist es ja hell. Hier können wir... mal die Pistole so nehmen. Jo, boah, es ist hell. Ist das geil. Die Tür ist offen und... es ist alles gar nicht mehr so gruselig wie vorher. Und wir brauchen die Laternen nicht. Und wir können hier rein. Das Haus war vorher, glaube ich, nicht da. Gut, erstmal gut absuchen. Liegt hier irgendwas rum? Fünf Revolver-Rounds, aber wir haben noch gar keinen Revolver. Hätten wir den irgendwo finden sollen? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir ihn nicht. So, hinaus. Na komm, lass mal die Pistole so. Ist jetzt auch Wurst. Weil ich glaube, hier passiert nichts. Ich hoffe es zumindest, dass hier jetzt alles ruhig bleibt. Es sieht zumindest sehr friedlich aus. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir folgen einfach mal den Türen. Okay, das sieht mir aus wie ein neuer Ort, den ich hier aber nicht erkunden kann. Ich muss auf den Steg. Ah, und wir können die Aussicht genießen. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus irgendwie da hinten mit den Bäumen, aber... und jetzt? Benutzen. Use movement keys to move the boat. Use key to... what? Okay. Links, 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 links. Boah, ist ja fast hier wie bei Battlefield oder so. Die Action, man spürt sie förmlich. Aber irgendwie habe ich ein komisches Unbehagen im Bauch, dass hier gleich irgendwas aus dem Wasser geschossen kommt oder so. Nessie wahrscheinlich. Die Mörderschlange von Loch 4. Keine Ahnung. Naja, wir müssen ja einfach nur darüber paddeln. Das kann sich jetzt ein bisschen hinziehen. Gleich haben wir es. Die Hälfte haben wir schon. Aber was soll das darstellen? Dieser See, was soll uns das sagen? Und diese Farbe ist total schwarz. Das muss Simons, weiß ich nicht, innerstes Ich sein, seine Seele. Man kann nicht sehen, wie tief das Ganze ist und es ist unbekannt und dunkel und...
traurig und trist. Auch sein Gesichtsausdruck. Und es dauert stundenlang, dort rüber zu kommen. Ist das unser Zuhause da drüben? Kann das wirklich wahr sein? Wäre ja ein Traum, wenn wir es endlich geschafft hätten und zu Hause sind. Aber ich denke, der Horror wird noch nicht vorbei sein. So, ein bisschen links und dann haben wir es gleich geschafft. Wenn ich jetzt E drücke, steigen wir dann aus. Nö. So hält er an. Und die Wolken ziehen auch ganz schnell vorbei, ne? Sieht zumindest so aus. Und da wachsen ganz schnell Bäume aus dem Nichts. Press use to dock at docks. Dann docken wir mal an den Docks. Klick und da wären wir. Dit. Okay, hier kann ich nochmal gucken, aber hier liegt wahrscheinlich nichts rum. Ich hoffe nur auf ein baldiges Tonbandgerät, aber ich denke, das wird sowieso gleich kommen. Da kratze ich mir nochmal an den Augenbrauen. Oh, ja. Da nehme ich die Taschenlampe weg und 5 Minuten später, 2 Minuten, kommt natürlich ein finsteres Gebäude. Hier liegt... Ach ja. Revolver P345 und eine Spritze und ein Knüppel nochmal. Ja, können wir eh nicht mitnehmen. Nö. Wie denn auch, weil wir haben ja unser... unser Flashlight verloren. Hätten wir das jetzt noch, hätten wir den Knüppel mitnehmen können. Ja. Das leckt mich doch alle an. Arsch, ey. Geh weg. Und wir sind immer noch gehandicapt von der Schießerei oder vielmehr von dem Schuss des Doktors. Gut, ich hätte nachladen sollen. Scheiße. Nein, was macht er denn? Okay, komm, wir laden nochmal. Tut mir leid. Okay, so, warte mal. Wenn ich das jetzt... So, wir fallen jetzt hier runter. Und sehen natürlich nichts. Ja, das war sehr dumm. So, jetzt aber nochmal. Hallo? Hallo, stirbst du mal? So, jetzt. 2. Nachladen. Und jetzt aber. Okay, 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 gleich kommen sie aus dem Schatten. Gerade so geschafft. Jetzt müssen wir leider Spritze nehmen. Und wir haben keine mehr. Wir hatten eben doch am Anfang eine dabei. Obwohl da 0 stand. Ich blick das Ganze manchmal nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine mehr. Das ist total nützlich. Wir finden hier ständig Revolvermunition und jetzt sogar eine Spritze, das ist super. Aber den Revolver hätte ich jetzt gerne.
P334, nee, P345 Magazin, ja. Brauchen wir nicht. Ach, leck mich doch. Ich entschuldige für mich, für meine vielen Schimpfwortgebrauche hier. Aber es geht nicht anders. Man muss auch ab und zu mal seinen Emotionen freien Lauf lassen und mal fluchen. Das darf man. Das ist erlaubt. Man darf hier fluchen. Besonders wenn hier so messerschwingende komische Ladies rumstreifen. Oder Herren oder was weiß ich, was das für Typen sind. Und die Freude überkommt mich jetzt schon, wenn ich das hier sehe. Und die Freude wird noch größer, weil wir nichts sehen. Außer unseren kleinen Patschehänden. Und es ist eine Kanalisation mit unseren Freunden. Oh. So, du bleibst liegen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich glaube, uns dürfte bald die Munition ausgehen. Da kommt noch einer, den könnten wir vielleicht austricksen. Das machen wir auch. Komm. Ja, ja, ja. Du bist ein ganz toller Hecht. Kommt ihr hier lang? Nein! Nein, scheiße! Ach, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja. Jetzt haben wir hier wieder eine Spritze. Und dürfen das Ganze nochmal von vorne machen, weil es so schön war. Yay. Die Freude ist riesengroß. So groß, also... Wow, ich freue mich gerade ungemein. Naja, wenigstens wissen wir, dass hier zwei Alten an... Hallo? Oh Mann. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass da unten diese unlustigen Kerle kommen und dass wir da höllisch aufpassen müssen. Ich glaube, ich muss jetzt schon mal nachladen. Sonst haben wir ein Problem gleich. Das ist nur die blöde Munition. Hier kommt nämlich einer. Da fanden wir nichts. Hier kam jetzt keiner mehr. Okay, da ist noch eine Spritze, die gönnen wir uns. So, rein damit. Hallo? Okay, und hinab. Und jetzt wissen wir Bescheid. Da kommen zwei Typen. Das heißt, wir... Könnten sie eventuell austricksen? Nee, können wir nicht. Wir machen den platt. So, den machen wir fertig. Den anderen holen wir dann hierher, weil...
Ja, weil Munition. So, na komm, hallo, guten Tag. Na komm. Ui, der ist aber ganz schön fix. Nein, 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 nein. So. Wenn jetzt da noch einer kommt, dann kotze ich hier alles voll. Okay, aber es kommt anscheinend eine super Schwimmpassage. Okay, wir können schneller schwimmen. Hier geht es nach oben. Okay, ich weiß die Richtung nicht mehr so ganz, aber ich glaube... Da ist ein Loch. Und hinhoch, Simon, schnell! Okay, wir müssen mal irgendwie kurz die Ausdauer hier regenerieren. Wenn ich hüpfe, bleibt er dann oben? Ja. Okay, wir hüpfen. Das sieht ein bisschen blöd aus, aber wir brauchen die Ausdauer. Okay. Und schneller, Simon, schneller. Gut, wieder Ausdauer sparen und hinauf. Gut, das war okay. Und hinab. Zum nächsten. Okay, hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Gehen wir als erstes mal links lang. Vielmehr schwimmen links lang. Tür offen, da ist wahrscheinlich... Oh nein, 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 nein! Na komm schon. Yay, das wird meine Lieblingsstelle, ich sehe es schon. Hallo? Die Freude ist so groß. Was passiert hier? Die Tür ist zu und da passiert nichts. Sind wir hier jetzt schon richtig einfach? Ich hab keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier lang. Wenn es falsch ist, wird wahrscheinlich sowieso gleich irgendwas uns den Weg versperren. Ein Schlüssel. Das ist nicht dein Ernst. Was ist da hinten drin bei dem? Nix. Na komm, töte uns. Okay, wir brauchen den Schlüssel. Wie machen wir das jetzt? Wir brauchen den Schlüssel, müssen aber wieder irgendwas wegwerfen. Ja. Scheiße. Wir haben echt das Licht hier nicht mehr dran. Brauchen wir die? Nur gerade mal gucken, wir brauchen die Lampe ja eigentlich hier nicht. Aber ich finde den Schlüssel so nicht. Ich finde auch den Weg zurück so nicht. Wir müssen die Spritzen ablegen. Na, jetzt klemmt meine Taste hier an. Ja, wir müssen die Spritze ablegen. Aber wir sind schon mal richtig. Okay, und jetzt... Schnell zurück, aber er kommt anscheinend gar nicht. Nö. Nee. Nö. Nee. Er kommt doch. Hey, wenn ich mich ja nicht immer so erschrecken würde wie...
Okay, jetzt müssen wir dann wohl in die andere Richtung. Das erscheint logisch. Falls der Weg nicht zu weit ist, holen wir die Spritzen zurück. Wenn der Weg aber zu weit ist, habe ich da eigentlich keine Lust drauf. Na komm. So, was haben wir hier? Ist das vielleicht die Tür? Door is locked. Ich denke, das wird sie sein. Okay, now unlocked. Gut, dann gucken wir hier. Hier ist zu. Ne, wir holen die Spritzen wieder. Das ist ja jetzt nicht so der Weg. Das machen wir. So, Simon. Hopp, 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 hopp. Komm, komm, komm. Jetzt hoffe ich nur, dass der uns da nicht gleich an der Leiter erwartet. Und uns mit einem Schlag tötet, weil dann dürfen wir alles nochmal machen. Okay, er erwartet uns nicht und wir haben die Spritzen wieder. Jetzt müssen wir uns nur beeilen, bevor wir ersaufen. Kurz Ausdauer regenerieren. Und weiter geht's. Hopp, 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 Simon. Hopp, hopp, hopp. Luft holen. Und weiter. Ich glaube, wir haben den Revolver irgendwo übersehen. Da bin ich mir fast sicher. Okay. Und nun? Was nun? Vogelgezwitscher, das freut mich sehr. Und meine weitere... warte mal. Da und hier ist... nichts. Licht! Licht! Tageslicht, ich glaub's nicht. Oh, ich bin in Kirkville, meine Heimatstadt. Ich hoffe, alles ist in Ordnung hier. Das werden wir gleich rausfinden. Oh Mann, warum haben wir keinen scheiß Revolver? Wir haben den echt übersehen, ich weiß aber nicht wo. Zumindest brauchen wir hier gerade... Ja, genau, keine Pistole. Nein, zum Glück brauchen wir hier gerade keine Taschenlampe. Aber das ist zu ruhig hier. Und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also, macht's gut.